um 13 Uhr und es geht los aus dem schönen Lofa im Salzburger Pinzgau sind wir hier. Mein Name ist David Röttler und ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Teil 1 unseres Projekts Digitaler Resonanzraum der Regionen, finanziert vom Land Salzburg im Rahmen des Förderprogramms Wahre Landschaft. Und ja, das Ganze ist ein bisschen experimentell, aber dafür umso interessanter. Und wir alle wollen ja weiter lernen an diesem Format. Es geht darum, auszuprobieren, wie Kulturvermittlung oder regionale Kulturvermittlung über digitale Medien funktionieren kann. Ja, und hier zu hinter mir erstmal, nicht zu meiner Seite. Okay. Genau. Hallo. Allen einen wunderschönen Nachmittag. Mein Name ist Andrea Folli. Ich bin heute hier. Darf ich schon übernehmen? Näher heran. Ich bin heute hier für den Verein iKult, interkulturelle Projekte und Konzepte. Grüß Gott. Ich darf Sie heute alle zu diesem experimentalen Nachmittag begrüßen. Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt zwischen Verde Digital und iKult. Wir sind insgesamt in 5 Regionen unterwegs in einem Jahr und schauen uns in jeder Region eine andere Kunst- oder Kulturstätte an. Und heute sind wir hier bei unserem Kick-Off in Pinzgau, und zwar genauer gesagt im wunderschönen Lofer bei der Sabine Hauser. Was wir heute hier alles sehen werden, wird spannend werden. Wir verwenden auf jeden Fall ganz viel Technik. Hier haben wir schon mal eine Drohne, mit der wir starten werden. Wird alles zur Verfügung gestellt von David Röttler von Verde Digital. Wir werden eine Zeitreise machen, wir werden in den Dachboden schauen, wir werden schauen, wie ist so ein Theater entstanden. Was wurde aus einem ehemaligen Pauerntheater, das übrigens das älteste Landtheater Salzburgs ist und 1908 gegründet wurde. 2012 wurde es dann vom Kulturverein Pinogl renoviert, neu saniert und ist heute ein zeitgenössisches Kunst- und Kulturhaus hier in den Regionen und geleitet, organisiert, produziert, und der Kopf dahinter ist die Sabine Hauser, alles auf ehrenamtlicher Basis, und wir wollen damit einfach auch zeigen, was für eine Arbeit hier in den Regionen geleistet wird und wie wertvoll das alles ist. Und ja, Sabine, jetzt übergebe ich nochmal ganz kurz zu dir, vielleicht zu deiner Person, damit wir mal einen kurzen Einblick bekommen, und dann geht es gleich weiter, sind wir über den Dächern. Ja, danke Andrea. Ich begrüße euch auch aus Lofer. Wir stehen hier vor dem Theater. Ich bin Sabine Hauser, die Obfrau vom Kulturverein Pinogl in Lofer, wie die Andrea schon gesagt hat. Den Verein gibt es seit 1989, und so lange bin ich eigentlich auch schon Mitglied, aktives Mitglied, großteils, und seit 2012 bin ich Obfrau des Vereins. Ja, ich glaube, die Details vielleicht zum Theater werden wir dann eh entdecken, wenn wir den Rundgang machen, wenn wir in die einzelnen Räume gehen und ich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen kann. Und ich glaube, der David ist es jetzt, der uns dann von außen einen ersten Eindruck vermittelt. Das machen wir jetzt. Und zwar sehen wir jetzt schon im Bild die Sicht aus der Drohne. Ja, also hier bin ich. Und die Drohne schaut schon in die Landschaft. Positionieren. Und dann geht es auch gleich auf die erste Reise. So, ich hoffe, man versteht uns noch ein bisschen, aber jetzt die Maximum Flight Altitude reached. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr an Positionierung. Das können wir nicht behalten. Wir hätten die Maximalhöhe schon erreicht. Keine Ahnung warum. Weil eigentlich wollte ich gerne noch ein bisschen höher. Aber gut, man sieht hier, das, Sabine, kommentiere. Das, was wir jetzt im Bild haben, ist das eben das Theater Lofer, erbaut 1906 und dann bespielt. Also the home point has been updated. 1908 mit dem
mit regionalen Schauspielern, also Laientheater. Und diese Schauspieltruppen hat es also wirklich auch über die Jahrzehnte hinweg lange gegeben, besonders auch in den Anfängen des Tourismus in Loch, also in den 1960er Jahren ist da sehr viel gespielt worden, das Haus war immer voll. Und jetzt, es ist dann mal eine Flaute gekommen, das Theater ist dann nicht bespielt gewesen und wir haben dann im Jahr 2012 als Kulturverein uns hier auch einen Ort gefunden, wo wir sozusagen eine Heimat gefunden haben. Was man jetzt im Bild sieht, ist der Ort Lofer eben mit der Kirche, das Zentrum. Lofer hat ca. 2000 Einwohner. Das Theater ist also sehr zentral gelegen. Ein paar Häuser neben der Kirche, wie man sieht. Vor uns ist dann eben diese schöne Wiese, die man dort gesehen hat, mit dem Blick auf die Loferer Steinberge. Es ist also hier beim Theater auch ein sehr schöner Platz, wenn man nur draußen sitzt oder vielleicht auch mal eine Veranstaltung draußen macht, was auch vorkommen kann. Ja, jetzt machen wir ein bisschen einen Rundblick. Ja, also das sieht man schon, man sieht, dass man schon höher ist. Man sieht ganz gut, hinten dieses lange weiße Gebäude ist das Haus der Generationen mit Altersheim und Kindergarten. Hintergrund eben die Steinberge mit dem markanten Massiv des Reifhorns. Also ich denke, der Tourismusverein hier in Dinsdorf kann ich uns langsam engagieren. David, wie ist es eigentlich so bei schlechtem Wetter bei einer Verwendung einer Drohne? Senkt sich wieder zu uns, oder? Nicht langsam. Ja, wollen wir noch irgendwas anschauen? Vielleicht aus der Gruppe noch irgendeine Idee, wohin wir blicken sollen? Meine Frage an dich war vorher, wie ist es mit einer Drohne bei schlechtem Wetter? Kann ich die auch verwenden? Ja, ich glaube, wenn es allzu stark regnet, wahrscheinlich nicht. Aber bei Wind sollte es eigentlich noch relativ problemlos funktionieren. Hier sind wir wieder. Ist das so weit, wie man darüber noch fliegt zum Turm? Besser nicht. Besser nicht, okay. Nur über der Wiese ist glaube ich sicherer. Ja. Aber wir können natürlich jetzt noch schauen, wo wir stehen, damit man uns sieht. Ich werde mal versuchen, die Kamera. Ja, die Kamera. Muss man so einen Drohnenflug anmelden? Nein, nicht. Ich hoffe nicht, nein. Nein, wir sind ganz im legalen Bereich, mhm. Auch weil wir nur über die Wiese fliegen. Ja, ich glaube, wir landen dann langsam wieder, oder? Ja, genau. Und ja. Dann setzen wir fort mit einer Führung durch das Theaterfeld. Fuß. Landing. Fuß. Gut. Wir sind wieder sicher gelandet. Und okay. Jetzt geht's weiter. Das war jetzt quasi der Blick von oben. Und jetzt kommt der Blick von innen. Mhm. Wir gehen nämlich jetzt. Das werde ich mal aktivieren. Moment. Ich fände es schön, während ihr da gerade noch bastelt, ich fände es schön, wenn ihr nachher zum Abschluss irgendwie noch kurz was zu den technischen Sachen sagt. Also die Drohne interessiert mich natürlich. Ich habe gerade gesehen, ihr habt da jetzt eine wunderbare Halterung fürs Handy. Einfach nachher nur kurz ein Stichwort, weil ich da sehr interessiert dran bin, was so eine Drohne kostet, welche das ist, was für ein Stativ das ist. Gerne. Ja, bei der Drohne ist gut zu beobachten. Nochmal, bei der Drohne ist was? Habt ihr gut gesehen? Ja. Ja, deswegen, ich habe ja von die Drohne gesehen, die ist ja nicht wirklich riesengroß gewesen. Und da war ich sehr überrascht, wie gute Bilder die geliefert hat und wie ruhig sie auch in der Luft stand. Hat mich sehr überrascht. Also die Bilder mit der Drohne waren prima. Sehr gut. Super. Okay. Sehr gut. Die Idee des heutigen Nachmittags ist auch, dass wir eben uns einerseits mit dem Thema der digitalen Bildung eben auch in den Regionen beschäftigen und dass wir einfach auch schauen, welche digitalen Tools werden in der Kunst- und Kulturarbeit schon verwendet und eben auch, welche kann man eben
auf einfachen Weg einsetzen. Und in dem Sinne dient es heute auch ein bisschen als Experiment. Und die Sabine und die werden uns heute dann noch mehr damit beschäftigen, in welcher Form sie in ihrem Kulturverein derartige Mittel einsetzen kann oder will. Wir brauchen hier noch einen Moment, um nochmal zu wechseln, damit wir dann gemeinsam in den Dachboden gehen können. Also jetzt haben wir eine kleine, etwas unerwartete Umbaupause, aber ich merke es doch in meinem Gerät. Okay. Gut. Vielleicht kann ich inzwischen mal mit der Sabine nochmal starten. Genau. Aber stell dir das vor. Wie wir vorher gesagt haben, also du hast erzählt, 1908 wurde das Haus quasi ins Leben gerufen. Es fanden ja zahlreiche Bauerntheater statt. Heute steht das Haus für eine traditionelle und zeitgenössische Kunst- und Kulturarbeit. Warum kamst ihr oder du auf die Idee, genau dieses Haus zu renovieren und umzubauen und hier quasi vom Bauerntheater in die zeitgenössische Arbeit zu bringen? Es hat sich irgendwie ganz witzig ergeben. Der Kulturverein hat eigentlich einige Jahre der Wanderschaft hinter sich sozusagen. Wir hatten in den 90er Jahren beispielsweise in Lofer eine Spielstätte, im Hotel Breu, den Clemens-Holzmeister-Saal, ein wunderschöner Saal, der auch sehr geeignet war für Veranstaltungen, den wir damals genutzt haben für jede Art von Veranstaltungen. Nachdem das Hotel dann geschlossen wurde, ist ihm der nicht mehr zur Verfügung gestanden. Dann sind wir gesiedelt sozusagen in das alte Loferer Kino. Das ist nur 100 Meter von hier, also zwei Häuser weiter. Das war auch sehr schön. Ein altes, damals schon leerstehendes Kino war unsere Spielstätte. Und nachdem dann nach einigen Jahren der Besitzer den Saal nicht mehr in dieser Form nutzen konnte und Umbaupläne gehabt hatte, waren wir eigentlich wieder einmal heimatlos. Und ja, irgendwie sind wir dann plötzlich auf die Idee gekommen, das Haus ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich mehr oder weniger leer gestanden, aber irgendwie war es so in Vergessenheit, das hat keiner wirklich genutzt. Das Bauerntheater hat in diesem Jahr auch oder schon ein paar Jahre nicht mehr gespielt und eigentlich war es knapp vom Verkauf. Das haben wir eigentlich aber gar nicht so wirklich gewusst und dann haben wir gesagt, ja, wir könnten mal fragen, ob wir hier sein können. Und dann haben wir halt ein Konzept gemacht und das Gelände vorgeschlagen. Das Schöne war auch, dass wirklich von allen Fraktionen das positiv aufgenommen worden ist. Wir haben als Kulturverein dann uns daran beteiligt, also mit selber Arbeit auch finanziell, dass wir das halt hergerichtet haben. Da, ich sage mal so, der alte Charme ist auf jeden Fall noch erhalten. Wir haben keine moderne Technik, aber wir haben es jetzt halt so gemacht, zum Beispiel, dass die Bestuhlung rausgekommen ist, die alte fixe Bestuhlung, damit man flexibler ist für die Veranstaltungen, die man macht. Und habt ihr das alles ehrenamtlich gemacht? Das war alles ehrenamtlich gearbeitet. Wie viel Zeit? Das war schon viel. Ich meine, wir waren schon ein Team mit vielleicht 6, 8 Leuten, aber das waren wir schon. Wir waren natürlich auch sehr motiviert und haben dann natürlich an Wochenenden und so schon einiges investiert, auch an Arbeit und auch finanzielle Mittel. Dann wollen wir uns das doch jetzt mal schon von innen anschauen, was für ein Charme heute hier noch zu spüren und zu sehen ist. Super, Herbert ist jetzt gleichzeitig in Würzburg und führt uns dort herum. Begleitet uns in Würzburg. Ich finde das wunderbar. Super. Gut, das kann losgehen. Hoppala. Dann gehen wir jetzt zum Theater, am Eingang. Wir haben das Haus gemalt, das war mäuschengrau vorher. Wir haben dann die rote Farbe, rot und grau, und als Farbe gewählt. Okay. Du, und jetzt sag nochmal, wie lange habt ihr ungefähr daran gearbeitet? Gearbeitet, naja, also in der Summe die Zeit, die wir verwendet haben, um das so benutzbar zu machen, wie es jetzt eigentlich ist, das waren vielleicht 3, 4 Monate, wo wir halt an Wochenenden auch gearbeitet haben. Und wir haben zum Beispiel das auch von einem örtlichen Künstler das Foyer ausmalen lassen, die Türen und so sind noch alt, original, also auch mit den Malereien da dran. Wir haben versucht, eben so eine Verbindung zwischen den alten und neuen Dingen zu finden. Die Bilder, das sind auch Ausnahmen aus dem Theater hier. Das war im Fundus von der Großmutter meines Mannes, die hat auch, beide Großeltern haben auch Theater gespielt. Wenn mal jemand muss. Ja, genau. So, das ist quasi der kleine Vorraum. Genau.
Das ist dann der Theatersaal. Im Moment ist die Bestuhlung draußen. Wir verborgen unsere Dinge auch. Es findet im Moment im Mariakirchental in der Wallfahrtskirche die Loverer Passion statt, die alle 5 Jahre aufgeführt wird von Cäsar von Bresken. Und ja, dort ist jetzt die Bestuhlung im Moment. Man sieht auch auf der Bühne, Moment, auf der Bühne sieht man diese bäuerliche Einrichtung. Es ist nämlich so, dass es gibt noch das Ensemble des Bauerntheaters Lofer, also die volkstümliche Stücke spielen. Es ist mittlerweile eine relativ junge Truppe und es wird derzeit geprobt und nächste Woche ist Premiere. Mhm. Ein Abend mit 3 Männern. Wobei jetzt deine Arbeit in der zeitgenössischen Arbeit liegt und ihr quasi hier zusammen dieses Haus bespielt. Genau, also der Gedanke auch damals, wie wir das angeregt haben, das zu renovieren, war schon der, nicht, dass es ein Haus für den Kulturverein alleine sein soll oder für das Bauerntheater alleine, sondern dass das Haus wirklich vielfältig genutzt werden soll. Denn nur damit, finde ich, hat es eine Existenzberechtigung, wenn es für die Öffentlichkeit nutzbar ist oder wenn halt was passieren kann in dem Haus. Dann gehen wir doch jetzt rauf. Gehen wir mal weiter. Wir gehen jetzt auf den Dachboden. Das ist also der Raum direkt über dem Saal. Das sieht einfach zu den Charme dieser alten Gebäude, auch diese alten Holzstufenböden. Es ist hier nie wirklich was renoviert worden. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Also ich finde, man kann sehr viel machen. Die Idee ist einfach die, dass wir jetzt heute zuerst auf den Dachboden raufgehen und quasi von der Geschichte berichten und dann, hoppla, das sind quasi die geheimen Stufen, die geheimnisvollen Stufen, es wird ein bisschen dumper. Und es knackst. Das ist ja das Schöne bei diesen alten Häusern. Wir sind jetzt über der Bühne und man sieht, das ist ein alter Schnürboden, wo mit Seilzügen die Bühnenbilder hochgezogen werden können und runtergelassen werden. Wir haben dann damals nach dem ersten Winter beschließen lassen mit Holz, weil es auf der Bühne so wahnsinnig gezogen hat. Es war wie eine Kaminwirkung. Den Schauspielern oder Darstellern war so unendlich kalt. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwas machen und jetzt ist es eigentlich gemildert, das Problem dann. Aha. Quasi eine Dämmung. Ja, und vor allem, es zieht nicht mehr so. Also das hat irgendwie das, dann zieht, also sonst ist es wesentlich hier. Mhm. So, und Achtung, dann mal Eckteil, gehen wir weiter Richtung Dachboden. Hola. Es ist schön warm, weil es draußen so warm ist. Dachboden steht die Temperatur. So. Ui. So. Ja, jetzt haben wir einen Dachboden. Der war bis vor, ich glaube, 4 Wochen war der rammelvoll mit wirklich wahnsinnig vielen alten Teilen. Und jetzt hat man sich einmal dazu aufgerafft, doch auch Müll zu entsorgen, sage ich mal. Und jetzt sieht man so, das, was da so steht, sind so die Requisiten vom Bauerntheater. Aus den, ja, man sieht, es sind viele alte Dinge auch dabei, aber die immer wieder noch Einsatz finden. Und ich finde, es hat wirklich so einen schönen Charme, so mit den ganzen, die alten Ski zum Beispiel hinten und ja, allerhand verschiedene Dinge, die ganzen Texte dann auch für die Theaterstücke. Das Muster dir nur. Kennst du die Stücke? Nein, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Also in den letzten Jahren habe ich mir die Sachen schon angeschaut, die waren aber das, glaube ich, sind ja zum Teil wirklich alte Sachen natürlich auch dabei. Liebe und Blech. Wir hatten das früher alles geschrieben und bearbeitet, dann das weiß man das. So, weiß man nicht. Das müsste gut. Einmal ducken, dann geht es weiter. Ja, zum Bahnhof geht es hier entlang. Noch einmal. Achtung. So. Da hinten in der Ecke links ist die alte Bestuhlung noch, wo sie früher mal war im Saal. Und wir haben sie eben damals ausgewechselt, weil wir einfach sonst, ja, also wir können so den Saal einfach vielfältig nutzen, auch für Ausstellungen oder andere Dinge. Und wann habt ihr das dann alles 1912? 1912, genau. Ja, genau, haben wir das gemacht. Genau.
Sofa wechseln wir nochmal. Wir haben gerade auf dem alten Sofa Platz genommen. Genau. Du, hört man uns? Hört man uns? David? Ja, ja, alles wunderbar. Okay, gut, alles wunderbar. Ja. Sabine, ich meine, wir sitzen jetzt hier in einem alten historischen Haus mit vielen Utensilien, die sehr viel von künstlerischer Arbeit früher zeigen. Du stehst heute für eine zeitgenössische Arbeit. Was bedeutet das für dich, in so einem Haus zu arbeiten und das dann gleichzeitig auch wieder für die Bevölkerung in einen zeitgenössischen Kontext zu setzen? Ist da eine gewisse Schwere auch dahinter oder wie kann man das definieren? Wie definierst du? Ich würde nicht sagen, dass irgendwie Schwere dabei ist. Im Gegenteil, ich finde, es gibt dann irgendwie eine Leichtigkeit sogar. Ich finde es sehr schön, in so einem historischen Gebäude zu sein. Mhm. Jetzt im Vergleich zu neueren Kulturhäusern, wo man zwar Vorteile hat, wenn man tolle Technik da hat, Licht und Tontechnik und so weiter, da sind wir sehr bescheiden unterwegs. Aber ich finde, das Haus hat wirklich einen schönen Charme. Es passt da total gut in unsere Region, weil es hier eben natürlich gewachsen ist. Und es hat wirklich was, hier zu spielen, hier Veranstaltungen zu machen und auch Künstler, die herkommen zu uns, an die ganz verschiedene. Also, was machst du da? Was findet man hier? Ja, also wir haben wirklich ein sehr breites Spektrum, angefangen von Klassikkonzerten, Literaturlesungen, Kinderprogrammen, Theater, moderne Theaterstücke, neue Musik, Rockmusik. Also wir versuchen sehr viel abzudecken. Es gibt auch die Lofer Filmtage, die wir schon viele Jahre hintereinander machen. Also im Grunde genommen versuchen wir aus nahezu jeder Sparte was zu tun. Mhm. Also ich muss mich mal kurz verabschieden, komme später wieder. Ja. Ja, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, Herbert. Vielen Dank. Und du hast gerade gesagt, also ihr habt unterschiedlichste Genres, du versuchst unterschiedlichste Bereiche abzudecken. Wie viele Produktionen oder wie viele Programmpunkte hast du da im Jahr? Ja, also es sind so in etwa zwischen 15 und 20 im Jahr. Mhm. Und das basiert bei dir alles auf ehrenamtlich? Genau, das ist ehrenamtlich. Ja. Wie bekommst du das hin? Ja, also es ist schon natürlich sehr viel Arbeit am Abend. Ich bin also ganztägig berufstätig und das heißt, diese Dinge finden am Abend statt oder an den Wochenenden. Das ist natürlich schon mit sehr viel Einsatz. Und wie kommst du jetzt zu den ganzen Künstlern und Künstlerinnen? Einerseits hast du gesagt, hast du regionale Akteurinnen, wo du sagst, das ist da ein Anliegen. Ja, und also wir versuchen schon, es ist schon gut, dass wir regionales Programm auch bieten, wobei regional ist für mich auch Salzburg. Nicht? Und wenn Salzburg jetzt als nahe Stadt, die ein sehr hochwertiges kulturelles Programm hat, ist natürlich toll für uns, weil damit wegfällt, also es gibt wirklich tolle Sachen, wir bringen relativ viel aus diesem Raum. Das ist das Tolle, dass du nicht so weit die Anfahrtskosten und so weiter hast und die Leute, die Künstler natürlich auch flexibler sind mit den Terminen und andere Dinge. Wir haben auch teils Produktionen aus Deutschland oder irgendwoher, also das ist ganz unterschiedlich. Ergeben sich heute. Halt. Ich bin interessiert, ich gehe ja sehr viel irgendwo hin, in andere Städte, schaue mir Dinge an, morgen zum Beispiel in Linz. Und dann sieht das, ergibt sich immer, das Angebot ist eh größer als das, was man machen kann, weil erstens das Budget nicht unbeschränkt ist und auch jetzt der Bedarf nicht da wäre, dass man jeden Tag Programm bietet. Mhm. Das nicht, aber es ist nicht schwierig, ein Programm zu finden. Im Gegenteil, es ist eher die Schwierige aus den tollen Angeboten, das auszuwählen, dass man sagt, ja, soll man das und das machen, es gibt ja viele wunderbare Dinge, leider kann man nicht alles bringen. Mhm. Und ihr habt gesehen, ihr habt jetzt sogar eine quasi Festspieleröffnung der Regionen, eine kleine Festspieleröffnung auch hier im Dienstag. Da hast du ja Künstlerinnen in die Region geholt, die zu diesem Zeitpunkt auch bei den Festspielen in Salzburg sind. Wie ist es dazu gekommen und was machen die? Es hat sich eigentlich zufällig ergeben. Wir haben am 28. Juli, glaube ich, ist das, haben wir in Salzburg, das ist ja das Fest zur Festspieleröffnung, ich glaube, einen Tag vorher, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich habe im Radio gehört, bei Ö1 war eine tolle Sendung, ein Tag. Ich dachte, was heißt denn heute los? Tag der guten Musik, aber nur tolle Musik. Und dann haben wir geschaut jetzt gleich, was ist das jetzt? Und das war dann Wood Air Quartett in dieser Form und in einer kleineren Formation. Sind die auch beim Fest zur Festspieleröffnung und kommen dann nachher zu uns.
und machen hier ein Konzert. Mhm. Sinfonia Karneval ist es in dieser Formation. Okay. Wenn das Wetter schön ist, dann machen wir es gleich draußen, vor in der schönen vor dem Theater, mit Blick auf die Steinberge, wie wir es zuerst gesehen haben. Und das Wetter nicht so schön ist, dann im Theater sagen. Wann ist das? Am 28. Juli. Damit das wir. Ich müsste mir noch am 28. stehen. Aber auf unserer Homepage www.kulturverein.info ist der Termin auf jeden Fall gut. Wenn wir schon Werbung für das schöne Pinzgau machen und damit eben auch für den Tourismusbereich, dann machen wir doch auch schon auf dieser Werbung. Auf. Genau, wer ja, weiß super. Hier in der Region. Genau. Ja, Andrea, ein Hinweis. Vielleicht kommt ihr ein bisschen näher ans Mikrofon und manchmal knackst es so. Ich weiß nicht, ob das Knacksen liegt, ob das irgendwie. Kommen wir noch. Was ist so? Ja, sonst ist es, glaube ich, gut. Und ja, kann auch irgendwo an mir liegen. Meine Frage war dann eben auch noch: Ich habe gesehen, du arbeitest auch stark mit zum Beispiel mit den ÖNM. Es sind immer wieder Künstlerinnen hier aus. Ja, zeitgenössischen Musik. Jetzt steht natürlich der Pinzgau auch sehr stark für Tradition, ja. Für eine traditionelle Musik, für Volkskultur. Wie nehmen das die Leute hier in der Region wahr, wenn es da so einen Kontrapunkt gibt? Ja, es ist unterschiedlich, sage ich jetzt einmal. Bei manchen Dingen weiß man, wenn man was plant, zum Beispiel bei neuer Musik, zum Beispiel auch österreichischen Ensemble für neue Musik, dass man da jetzt nicht vor vollem Haus sitzt. Aber ich denke natürlich auch, sowas muss unbedingt Platz haben, dass wir andere Dinge bringen. Und die Leute, die hergehen, sind dann immer total begeistert davon. Das heißt, es sind ja einfach noch dazu vermittelt, diese ensemblierte Musik so gut, weil es auch erklärt wird. Und die Leute sind dann echt begeistert davon. Und so kann man die Leute auch einfach zu Kultur, zu anderen Dingen dazu bringen. Und es wird dann doch immer mehr und ja, es funktioniert auch. Es ist ja auch Kulturvermittlung, was wir betreiben. Nicht nur ein Programm abzuspielen, sondern es ist schon auch unsere Aufgabe drin, etwas zu vermitteln und die Leute für Kultur zu interessieren. Und hast du da das Gefühl, es hat sich in den letzten Jahrzehnten, seit du die Arbeit was machst, auch geändert in dieser Vermittlungsarbeit? Dass die Arbeit anders wahrgenommen wird? Ja, ich denke, das wird so sein, das sagen ja auch Leute. Aber es ist ja irgendwie natürlich eine natürliche Entwicklung. Den Kulturverein gibt es jetzt bald 30 Jahre. Es ist ganz normal, dass sich Dinge ändern. Es ändert sich auch die Kulturlandschaft und somit ändert sich auch, wenn man mitlebt, ändert sich auch die Art der Vermittlung. Das ist schon klar. Mhm. Und einerseits jetzt eben zeitgenössische Musik, dann gibt es die Lofrer Filmtage. Diese Lofrer Filmtage sind ja mittlerweile auch schon Land ein, Land aus sehr bekannt. Also man kennt sie. Die sind von dir ins Leben gerufen worden, bin ich da richtig? Wir haben es ist schon länger. Also ich glaube, das erste Mal haben wir es, wie viele Jahre wird das aus sein? 12 Jahre oder so. Das war damals noch der Walter Schweinester, unser Obmann. Also haben wir schon die Lofrer Filmtage gemacht und immer, auch jetzt noch, mit Künstlern, Darstellern, Produzenten aus der Region. Und es ist witzig, dass immer wieder tut sich wieder was auf. Und das denkt man, jetzt haben wir schon alles abgegrast, aber irgendwie kommt dann doch immer wieder irgendwas. Und ja, so machen wir auch heuer wieder. Im Herbst werden wir die Filmtage wieder machen und wir haben schon sehr viele spannende Dinge im Programm. Was wird da so gezeigt? Also zum Beispiel, eine Sache ist ganz spannend, wir haben letztes Jahr einen ganz jungen Filmemacher, was wir normal eigentlich nicht machen, aber unterstützt. Der hat einen Film gemacht über den Konstantin Wecker, über sein Lebenswerk. Der Bernhard Wohlfahrt, der ist, glaube ich, erst 22 Jahre oder so, hat einen Film gemacht. Und vor kurzem war die Premiere in Schladming. Der Film ist großartig geworden und er ist sogar so gut geworden, dass der Konstantin Wecker den Film auf seiner DVD zu seinem 70. Geburtstag hat, ein eigenes Programm, eine eigene Konzertreihe gemacht. Und dieser Film ist auch als Nachspann drauf, also ganz toll gemacht und auch unser Logo ist ganz groß drauf. Also das heißt, ihr habt auch schon eine gewisse internationale, oder ja, ihr geht's über die Region. So ergeben, genau. Ja. Ja, aber es ist toll, also wir haben dann also, das ist natürlich ein Abend, wird es dann werden auch. Also das heißt, ihr tragt eigentlich schon eure Arbeit auch von der Region, vom Pinzgau hinaus, auch in die Stadt, in andere Städte. Ja, genau. Ja.
Und weil wir gerade über den Film sprechen, vielleicht haben Sie das schon bemerkt hinter mir, oder hinter der Sabine, da gibt es ein ganz altes Teil, das wir vorher gefunden haben. Was hat es mit dem aus? Ist ein alter Filmprojektor. Ich habe den erst vor kurzem entdeckt, eben, weil er so angeräumt war. Es war auch so, dass dieses Haus hier, das Theater, einmal ein paar Jahre als Kino fungiert hat. Die Jahreszahl weiß ich jetzt nicht genau. Aber es war auch Kino. Ja, so stehen da dann doch noch ein paar Schätze. Mhm. Und wer aus der Filmbranche hat denn hier schon alles Platz genommen im Theater? Gibt es ein paar Bekannte? Es sind, wie soll ich sagen, ja, wir haben Leute da gehabt, also wie Maria Hofstetter beispielsweise. Wir haben Regisseure, Dr. Sigi Kammel zum Beispiel, der in Berlin lebt und auch schon recht bekannte Filme gemacht hat, wie Banklady ist aus Unkung, also unser Nachbarort, war auch schon mehrmals hier mit seinen Filmen. Ja, also wir haben dann meistens bei den Filmtagen auch Darsteller da aus den Filmen. Oder aus Erfelden gibt es den Richard Rossmann, der den Film Tag ein Tag ausgemacht hat über seine damals 102-jährige Großmutter. Letzte Woche ist sie gerade 106 geworden, die ist dann auch mit 102 Jahren noch bei uns gestanden und hat Interviews gegeben. Also es ist immer sehr, sehr vielfältig und eigentlich auch unterhaltsam. Okay, Adrian Goinger war auch letzten Herbst bei uns da. Wir lauschen euch sehr interessiert, aber ich will doch einfach mal ein bisschen zwischenfragen. Ja, das war gerade die Idee. Wir versuchen jetzt wieder auf diesen alten Knüppel auch noch was anderes zu erfahren, vielleicht was ihr noch nicht erzählt. Klar, du hast nicht den Dachboden beglaubt. Genau, aber wenn es einfach so interessant ist. Muss auch noch ein Dachboden besichtigt werden. Ah, das sind die alten Skier. Also, wer noch mal mit so alten Teilen fahren will und noch nie gefahren ist, weiß, wo man das ausleihen kann. So, jetzt versuche ich da runter zu gehen. Du gehst voraus. So. Ja. So. Einen Moment. Jetzt runter. So, wir gehen über die Bühne raus. Wir sind gleich so in den Saal hinein. Ja, da wird es schon wieder heller und auch. Aha, ich höre mich doppelt. Und auch ein bisschen luftiger. Ja, genau. Was ihr nämlich nicht so mitbekommen habt, oder vielleicht habt ihr trotzdem schon auf unserer Stirn gesehen. Es war recht schwül da oben im Haus. So, jetzt für alle Technikinteressierten, wir waren gerade unterwegs mit einem Gimbal. Und jetzt sind wir hier beim David. Ich übergebe und bekomme ein neues Teil. Auch eingeschalten. Danke, ja. Für dich. Vielleicht, David, möchtest du schon mal kurz hier bleiben, nicht weglaufen. Es gibt nämlich sicherlich hier auch ein paar technikinteressierte Menschen. Vielleicht willst du zu deiner neuesten Errungenschaft nur kurz was dazu sagen. Okay, also der David macht es von der anderen Seite. Kommst du mal mit mir? Ja. Wie man es sehen kann, vom Computer aus. Gut, wie man sehen kann, dieses Teil bewegt sich. Ja, verfolgt uns. Genau, es ist quasi ein moderner Roboter, der sich super eignet, um eben zum Beispiel Räume wie diese zu zeigen. Er verfolgt die Stimme, oder? Er verfolgt die Stimme, in dem Fall meine. Ich habe quasi das Hauptmikro, du das Zweitmikro, aber jetzt übergebe ich schon mal an den David. Andrea, du hörst mich gut jetzt, ja? Wunderbar. Okay, ihr dürft nicht ganz so nah ans Mikrofon gehen. Okay, ja. Ich erkläre kurz, was wir hier haben. Das ist eine Art Roboter, der ausgestattet ist auch mit zwei Mikrofonen und auf diesem Roboter steht ein iPad drauf. Und das filmt jetzt gerade Sabine und Andrea. Die können uns jetzt auch sehen und hören.
Und ja, bewegt euch mal durch den Raum, damit wir den Raum wieder sehen. Also ich gehe dir nach. Ja, genau. Andrea wird verfolgt. Genau. Wir quasi gehen jetzt durch den Raum und dieses Teil bewegt sich mit meinem Mikro auch nach oben oder nach unten. Genau. Ja. Und man kann quasi 360 Grad Raumbeobachtung mitnehmen. Und wir setzen es jetzt in diesem Fall zum ersten Mal ein. Gell, David, du hast es erst vor kurzem bekommen. Ich denke, gerade für diese Art der Kommunikation super Instrument. Genau, ein bisschen mehr Abstand wieder vom Mikro, dann kracht es nicht. Dann halt, okay, wir sind schon wieder da. Mikro runterhalten mehr. Ach, aber Mikro sonst runter. Ist, ja. 10 Zentimeter, zu weit weg. Entschuldigung, so ist gut. Okay. Ja, so ist wunderbar. Gut, okay, von der Technik wieder zum Inhalt. Jetzt möchte ich nochmal eine kurze Runde machen. Wir sind ja nicht nur zum Spaß hier. Scherz. Doch, wir sind zum Spaß hier, die Arbeit macht Freude. Sabine, kommst du ein bisschen, wenn ich zu dir herkomme, dann müsste dieses Teil auch mitgehen. Also, wie kuscheln wir jetzt? Das taugt so geht's besser, gell? Genau. Das Projekt Digitaler Resonanzraum der Regionen beschäftigt sich eben einerseits damit, die regionale Kunst- und Kulturarbeit zu präsentieren und andererseits eben auch mit dem Thema der digitalen Bildung. Jetzt ist es natürlich ein Riesenwort, dass man in unterschiedlichste Richtungen drehen kann. Das Interessante ist, wir sind heute in einem Haus, wir haben nicht mal Internet, einen Internetanschluss von hier und gleichzeitig dokumentieren wir hier alles live über Facebook und unterschiedlichsten Kanälen, übers Internet natürlich. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie geht es zusammen? Also wie kann man in einem Haus zeitgenössische Kunst- und Kulturarbeit mitgeben, wenn man quasi das Internet nicht im Haus hat? Ja, also wie wir gesehen haben oder wie wir in unserer laufenden Arbeit sehen, es geht natürlich. Ein Glück für uns ist einmal, dass es in diesem Haus eine wirklich sehr gute Akustik gibt. Es gibt Gruppen, die komplett ohne Technik agieren. Querschläger beispielsweise, den stimmgewaltigen Fritz Messner, der hat nie ein Mikrofon, der verwendet. Auch Theaterstücke, das geht ganz gut. Das ist jetzt einmal, das hat jetzt noch nichts mit Internet zu tun in dem Sinne, aber trotzdem, also wir kommen teilweise mit sehr wenig Technik aus. Und wenn wir dann irgendwie größere Produktionen haben, wo mehr Technik erforderlich ist, dann haben wir vor Ort in Lofer eine Firma, die uns das macht. Mhm. Müssen wir halt auch bezahlen natürlich, klarerweise. Mhm. Ist dann jetzt digitale Bildung funktioniert ja auf unterschiedlichsten Ebenen. Das eine heißt auf einer künstlerischen Art und Weise, das andere ist in der Zielgruppenarbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit und das andere ist in der Kunst- und Kulturvermittlung. Gibt es auf der ersten Ebene zum Beispiel Künstler und Künstlerinnen, die auf multimedialer Ebene hier arbeiten, wo du sagst, es ist auch eine Art der zeitgenössischen Arbeit, die ich hier in der Region zeigen möchte? Es gibt schon immer wieder Künstler, die auch mit digitalen Medien tolle Sachen machen, also unterstützend meistens. Mhm. Wir haben verschiedene Ausstellungen, wo halt mit Videos, Live-Übertragungen, Internet oder so schon was gemacht wird. Also das gibt es schon, wobei wir halt dann darauf angewiesen sind, dass die das Equipment auch selber mitbringen in dem Fall, wenn wir es bei Veranstaltungen machen. Die Medien, digitale Medien nutzen wir natürlich sehr stark, schon auch für Kommunikation natürlich, also Bewerbung von Veranstaltungen. Da ist natürlich Internet eine gute Sache. Wie arbeitest du da? Ja, also wir haben halt, wir bewerben auch über Facebook und wir nutzen die ganzen Veranstaltungsportale. Ich muss halt dazu sagen, es ist eben mit meinem beschränkten Zeitbudget natürlich oft einmal schwierig, dass man dann sich hinsetzt und stundenlang die ganzen verschiedenen Möglichkeiten ausnutzt, die es gibt. Das ist eigentlich ein Zeitproblem, sage ich jetzt einmal. Aber ich versuche schon zu nutzen. Könnte natürlich mehr sein, aber es geht nicht alles gleichzeitig, weil ich ja von Anfang bis Ende eine Veranstaltung teils konzipiere und dann umsetze bis zum Schluss. Und in der Kunst- und Kulturvermittlung siehst du da Potenzial, das zukünftig verstärkt einzusetzen? Absolut. Ich meine, speziell jetzt, wenn man an Jugendarbeit denkt, gell, man,
älteres Publikum ist jetzt vielleicht nicht so affin, dass die jetzt unbedingt mit Begeisterung alles Mögliche neu ausprobieren würden. Aber gerade in der Arbeit mit Jugendlichen würde das sehr spannend finden, natürlich. Mhm. Und ich glaube, dass man einen leichteren Zugang bekommen kann, natürlich. Inwiefern? Ja, ich denke mal, die Jugendlichen haben halt da weniger Hemmung. Es ist allgemein schwierig, Jugendliche zur Kultur zu bekommen, also in Kulturhäuser reinzubringen. Wenn das dann Projekte sind, wo die sich einbinden können, interaktiv beispielsweise, ist das wahrscheinlich leichter. Ne? Mhm. Arbeitest du in diesem Bereich schon? Gibt es da die eine oder andere Schnittstelle zu Künstlern? Ja, wir haben also verschiedene Projekte mit Jugendlichen, wo teilweise dann schon auch verschiedene Medien verwendet werden und die halt dann bei uns auch, also wo dann unsere Jugendlichen dadurch durch diese Projekte ins Haus kommen. Das letzte war ja eine Querbeet-Veranstaltung mit der Anne-Frank-Ausstellung und das war auch sehr toll, dass die Jugendlichen aus der Neuen Mittelschule hierher gekommen sind. Andere Jugendliche waren da, haben das Projekt vorgestellt und auch da waren ja dann auch verschiedene Videos und verschiedene Mittelmedien dabei, also eine andere Art einfach das rüberzubringen und das hat auch sehr gut funktioniert. Also das heißt, wenn du für die in die Zukunft schaust, machen wir noch mal eine kurze Runde, dann ist es auf jeden Fall für die eine interessante Möglichkeit, jetzt wieder verstärkt vielleicht sich auch auf digitale Instrumente zu beziehen oder zumindest diese einzubeziehen. Weil du gesagt hast, es ist eine Ressourcenfrage, genau. Es ist ein Zeitschlag und das bedeutet also es auch, wird nicht mein Schwerpunkt sein jetzt im Moment, kann es auch nicht. Aber ich bin überzeugt, dass das immer stärker werden wird natürlich und dass es auch einfach ganz neue Möglichkeiten bietet, genauso wie wir jetzt sehen, so wie diese Sendung jetzt gemacht wird, dass man einfach irgendwie klasse Möglichkeiten hat, vielleicht einmal bei anderen Dingen sich irgendwo live dazuzuschalten oder solche Sachen. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt auch wieder im Herbst geplant einen Poetry Slam. Mhm. Den machen dann auch jüngere Leute. Ich bin immer froh, wenn auch die Jugend kommt und selber Veranstaltungen macht. Mhm. Und da haben wir dann schon ein paar spezielle Dinge geplant. Und ich denke, solche Sachen könnten ja zum Beispiel durchaus funktionieren, dass man sagt, man bindet da noch irgendwas ein. Also du siehst quasi auch die zeitgenössische Arbeit verbunden auch mit der Einbindung von digitalen Elementen und gleichzeitig, wie wir hier hinter uns sehen, klassisches Bauerntheater, das kann schon gemeinsam funktionieren. Auf jeden Fall unbedingt. Ja. Denkst du, dass das auch interessant wäre, das verstärkt in die Volkskultur oder in die traditionelle Kunstarbeit einzusetzen? Oder wird es dann, ist es dort nur mal schwieriger? Du meinst jetzt die digitalen Medien? Ja. Tja, also. Wenn du jetzt würdest sagen, du transferierst deine Arbeit nochmal ein Stück weiter, weil es findet ja immer, das Haus hat ja Kombination von beiden. Ja. Könnte es. Natürlich schon. Ich mache zum Beispiel auch ein Musikfestival jetzt schon vier Jahre, das Kaffenzirchen und Zittern, wo der Kulturverein auch mitwirkt. Ja. Das ist so schräge Volksmusik, neue Volksmusik. Ah. Und dort beispielsweise, nicht? Also haben wir Musikgruppen, Bayern, Oberösterreich, irgendwo her. Es geht um schräge Musik. Und wenn man zum Beispiel hier eine Plattform hat, wo sie Gruppen bewerben können oder sowas, nicht? Kann ja das auch sehr spannend sein. Also auch hier kann das natürlich, könnte das schon ganz spannende Dinge bringen. Sieht man uns dann noch ein bisschen an Weitblick auch nochmal dafür bekommt. Das ist allerdings ein interessantes Projekt. Das heißt, du verbindest da beide Elemente. Wie kommt das an? Jetzt, ihr habt ja auch eine starke Blasmusikkapelle hier. Kommen die Leute danach, schauen sie sich das an und sagen, interessant? Oder? Ja, es ist so, also dieses Festival, das wir, wie gesagt, viermal gehabt haben jetzt bislang, wir haben es jetzt immer so gehabt, ein Konzert hier im Theater, den Auftakt, und die nächsten zwei Tage die Konzerte dann bei den Hütten und Restaurants an den Skipisten. Dort ist der Eintritt frei. Und es war schon so, je nachdem, wenn du eine ganz bekannte Gruppe hast, dann kommen die Leute schon, aber wenn die jetzt mittelmäßig bekannt ist, dann hast du nicht sehr viel Publikum am Abend, weil am nächsten Tag schon 10 andere Gratiskonzerte sind. Da macht man sich teils selber Konkurrenz, muss man so sehen, ist auch überlegenswert, ob man es anders macht oder nicht. Aber das Festival hat inzwischen schon wirklich einen echt guten Ruf. Wir haben ja teils
tolle Musiker dabei, so Jam-Sessions, mit, wo Musiker dabei sind aus bekannten Gruppen, wie HMBC beispielsweise oder von Herbert Bixner, Musiker und solche Sachen. Also das hat schon irgendwie schon ein bisschen Kultstatus auch, das läuft gut. Ist immer, also, da gehen auch sehr viel die Einheimischen hin, das ist so inzwischen beliebt. Also das ist quasi beliebt unter Einheimischen und auf der touristischer Ebene. Genau, ja. Das bezieht dann beide mit ein. Ja, genau, ja. Und das Haus selber, wird es auch von Touristen wahrgenommen oder ist das mehr jetzt für... Es ist schon mehr Einheimische, muss man sagen, aber es kommen auch immer wieder mal. Was ich denke, was ja auch wichtig ist für eine Region, wie in Winsgau, der eine Region, die sehr touristisch in Beschlagnahme ist, braucht es ja auch Orte, wo man sich als Einheimischer oder Einheimische orientieren kann. Ein Ort, wo man also wir sehen uns als Kulturverein für die vier Gemeinden, Lofer, St. Martin und Weißbach, eben das untere Salachtal, sehr nahe zusammenliegen und die Orte auch andere Dinge gemeinsam nutzen, so wie das Haus der Generationen und Schulen und so weiter. Wie kann man jetzt diese Region, weil du gesagt hast, das untere Salachtal, wir haben ja auch heute hier Personen zugeschaltet, die aus dem deutschsprachigen, also wir sind auch der deutschsprachige Raum, aber eher aus dem Norden kommen. Wie kann man sich jetzt hier so regionale Arbeit vorstellen? Also geografisch auch, weil du gemeint hast, wir sind jetzt hier das untere Salachtal. Heißt das einfach für Leute aus dem oberen Teil der Region, haben die andere Kontakte oder andere Vereine, wo sie hingehen? Und, oder die Leute da unten fahren also, nicht drauf? Also halt der Schwerpunkt ist halt bei uns im Tal, wobei wir mittlerweile, das traue ich mich schon zu sagen, durch die Qualität unseres Programmes so weit bekannt sind, dass schon wirklich auch von weiter her die Leute kommen, auch aus Krimmel oder das ist ja doch, weiß jetzt gar nicht, also 140 Kilometer wahrscheinlich weg oder so ähnlich, oder auch aus dem bayerischen Raum, aus Tirol. Also es kommen schon die Leute auch von weiter her. Das kann ich im Übrigen, kann ich das noch mitgeben. Also das stimmt in dem, das stimmt wirklich so. Ich weiß, viele kommen auch aus Salzburg, aus der Stadt Salzburg hier in die Region, um dein Programm zu sehen. So, ich denke, wir haben jetzt mal einen kurzen Rundgang gemacht, hier in dem größten Raum des Hauses. Und wir werden jetzt, sobald der David kurz kommt und mir die nächste Technik übergibt, gehen wir dann raus vor das Haus und machen nochmal einen Blick in die Zukunft. Aber vielleicht schon auch nochmal ein bisschen Zeit geben für mögliche Fragen. Bitte. Ich sehe jetzt nämlich auch gerade, dass der Alex telefoniert und ich hätte ihn gerne, reingeholt auch, weil er das erste Mal jetzt dabei ist und so weiter. Ja. Und Herbert ist auch wieder. Ich bin wieder da und sitze im Kaffee. Ich schalte jetzt auf stumm. Elisabeth, du bist hier dazugeschaltet aus dem Bongau. Wir werden nächste Woche in Bongau sein und dort auch einen Verein anschauen. Wie nimmst du jetzt als Bongauerin den Binzgauer oder die zeitgenössische Arbeit des Binzgaus wahr? Was kannst du aus diesem Gespräch für die interessant. Für mich ist es irrsinnig interessant. Das ist ungefähr von der Umgebung her sehr ziemlich gleich. Ich finde es so interessant, dass wir es die Einheimischen wahrnehmen. Also es ist ungefähr gleich wie da. Die Problematik, das Gute, und wir brauchen auch sowas da. Ich wünsche mir sowas auch, ein Theater, wo man noch selber ein bisschen mitwirken kann. Also ich finde das, was ich bis jetzt gemacht habe, großartig. Also. Und von der Technik jetzt her, hast du dir das so vorgestellt, das Haus, die Arbeit? Ich bin beeindruckt, ich bin verblüfft. Du hast hauptsächlich alte Sachen gesehen im Dachboden, oder? Ja, genau. Also es ist wie wir stöbern. Wir sind als so ein kleines Kind, wir stöbern. Apropos kleines Kind, da ruft schon einer. Genau. Alex. Genau, Alex, dürfen wir dich fragen? Nochmal, Entschuldigung, ich habe gerade versucht, noch einen Kollegen reinzuholen. Ich habe nur mit einem halben Ohr reingehört. Ihr wollt fragen, was?
Die Frage war jetzt eben auch, du, für die ist es das erste Mal, dass du bei einem Gespräch, bei einem derartigen Gespräch mit dabei bist. Ja. Was gibt es bestimmte Fragen oder gibt es auch Anregungen oder Ideen, wo du sagst, das würdest du gern für die mitnehmen? Also Fragen natürlich ganz, ganz viele technische. Da habe ich mit David schon irgendwie geschrieben, dass wir die nächsten Tage, also ich würde diesen Roboter gern mal auch richtig sehen. Ich habe jetzt schon eine Seite gesehen. Ich finde die Idee super, deswegen bin ich auch da. Und deswegen, Entschuldigung, habe ich eben auch kurz telefoniert, weil ich einen Kollegen noch mit ranholen wollte, mit dem ich so ein Projekt gern mal zusammen machen möchte. Der hat nur einen Festnetzrechner und keine Kamera dabei. Deswegen muss das beim nächsten Mal, wenn es eine Fortsetzung gibt, muss ich ihm da früher Bescheid sagen. Aber ich finde es total spannend, gerade in diesen ländlichen Räumen, die wir ja hier in Schleswig-Holstein haben, wir ganz, ganz, ganz viele davon. Aber da gibt es ganz viele tolle Projekte. Und mit so einer Umsetzung ist es ja total gut und einfach, solche Sachen dann vorzustellen. Also sei es ein kleines Dorfmuseum und da mal ein Künstlerinnengespräch stattfinden zu lassen mit diesem Teil, das ist nun die Luxusversion, finde ich ja, mit diesem Roboter, der hinterherfährt. Das kann man ja auch noch ein bisschen anders machen. Aber in den Räumlichkeiten sein, und das zeigen, finde ich total spannend. Das Letzte, was ich eben zu dem Kollegen gesagt habe, wir müssen unbedingt mal ein digitales Projekt machen, wo wir genau solche Anschaffungen machen können, wo wir uns bei Zoom einloggen. Wir hatten ja damals in Hildesheim, hatten wir das ja so testweise und da ruckelte genau. Das war sehr schlecht und ich bin sehr, sehr großer digitaler und Online-Fan und fand das so, naja, ging so und jetzt sitze ich gerade eher so fast mit offenem Mund hier, weil ich es total gut finde, total praktisch und ja, sehr gut. Also Alex, da kann ich da nur mitgeben, man lernt auch aus seinen eigenen Erfahrungen. Und ich war jetzt ganz entspannt, gell? Ja. So easy genau. Jetzt zu machen. Ja. Ganz, weil der ja. Alex und wir uns in Hildesheim getroffen haben und dann der David auch dabei war hatten wir, wir waren an der Uni und hatten ziemlich schlechtes Internet. Wir sind heute irgendwo in der Region draußen. Der David mit seiner ganzen Technik dabei und können das alles nutzen. Ich denke, eine wunderbare Möglichkeit, um eben gerade die Regionen eben auch nach außen zu holen und einfach auch zu zeigen, was hier alles passiert. Wie kann man sich eigentlich deine regionale Arbeit vorstellen, Alex? Gibt es da einen Unterschied von dir, was du jetzt gerade siehst? Ich glaube nicht. Also Schleswig-Holstein ist ja ein Bundesland auch, da nur ganz kurz zu, wir haben 1100 Kommunen, Dörfer, Städte, also Städte eben eher weniger. Also wir haben exakt 6 Städte, die über 50.000 Einwohner haben. Dafür haben wir aber 750 Städte, die unter 1000 Einwohner haben. Also das ist eine enorm große Zahl und ich bin sehr froh, ich bin jetzt an einem Projekt dran, weil natürlich nicht nur alles digital geht, das wissen wir ja auch, das ist ja auch keine Frage. Ich werde nächstes Jahr ein Projekt starten, wo ich mir so einen Verkaufswagen-Anhänger kaufen darf, eine Bundesförderung. Den werde ich natürlich schön umlackieren und der wird bestückt mit Materialien zum Siebdruck, zum Malen, zum Graffiti, Stencil-Kunst, das ist also so die bildenden Künste. Und mit dem werde ich in Dörfer fahren und zwar regelmäßig. Nicht nur für ein Event, dass man mal da ist für irgendwie ein Stadtfest oder sonst was, sondern für jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr steht dieser Wagen mit Leuten, die das auf Honorarbasis dann begleiten, in dem Dorf X. Und dort können dann die Leute kreativ und aktiv werden und selber was machen. Als Ersatz für ein Kunsthaus, für ein Kulturhaus, was es einfach in den ganzen Dörfern nicht gibt. Und ansonsten gibt es eben natürlich genau die gleichen Probleme. Also es gibt tolle Häuser und tolle Orte in dem ländlichen Bereich. Nur wir müssen die Leute da irgendwie hinkriegen. Wir haben die Schwierigkeiten, dass wir natürlich Musikschulen in den größeren Städten haben, die auch gut verteilt sind. Aber die Jugendlichen kommen gar nicht zeitlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und zurück, sondern da fährt der letzte Bus dann um 14 Uhr. Dann sind sie darauf angewiesen, dass die Eltern sie abholen. Und wenn das nicht klappt, dann können sie eben nicht zur Musikschule gehen oder in eine Kunstschule gehen oder in einen freien Kulturtreff. Und ich glaube, das ähnelt sich dann sehr. Und da, ja, da arbeiten wir dran. So eine Initiative, das kurz, also es gibt eine Initiative, ist übertrieben. Also aufgrund einer EU-Regelung sollen ja die Städte und die Länder sauberer werden von der Luft her. Und es gibt vor 2 Monaten ungefähr so die ersten Artikel darüber, dass es eventuell kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr geben soll in ganz Deutschland. Da glaube ich, sind wir noch ganz weit von entfernt. Aber wenn das mal anfangen würde irgendwo, dann kann das natürlich sehr interessant werden, wenn es dann auch noch weiter ausgebaut wird. Mhm. Du, und inwieweit setzt ihr in eurer Arbeit digitale Elemente, Instrumente ein?
Also natürlich die klassischen, also die ganzen Online-Tools, die sozialen Medien, die, also E-Mail, also alles, das zähle ich aber auch schon nicht mehr. Das ist ja normales Handwerkszeug. Also wir haben jetzt die neue digitale Grundverordnung, wo wir jetzt vielleicht am Überlegen sind, dürfen wir überhaupt noch jedem eine Mail schreiben? Steigen wir doch wieder um auf Briefe und wie ist das dann mit dem Porto? Was wir, also das ist alles so ein bisschen wirr, aber die E-Mail-Technik und das alles ist ja nicht mehr wegzudenken. So, das setzt sich als Standard einfach voraus. Und genauso auch diese sozialen Medien, da werden wir in der kulturellen Arbeit, hängen wir, glaube ich, immer den Jugendlichen hinterher. Was aber auch gar nicht schlimm ist und, glaube ich, auch gar nicht sein muss. Also wenn es dann immer noch so ist, ist Snapchat jetzt ja irgendwie das neueste Medium, Facebook schon gar nicht mehr so sehr bei Jugendlichen, bei Kultureinrichtungen schon. Muss man also die Zielgruppe genau angucken. Wenn ich Jugendliche erreichen will, erreiche ich sie fast nicht mehr über Facebook, aber ich arbeite auch nicht mit Snapchat, weil das kein Medium ist, mit dem ich gut Veranstaltungen ankündigen kann oder einen Austausch machen kann. Mit Kulturorganisationen kann ich es wiederum sehr gut über Facebook machen. Mhm. Wir haben leider noch nichts und da will ich eben gern ran. Also ich fände es total interessant, mal eine Online-Konferenz richtig zu machen. Also mit vielleicht 80 Zuhörern. Und dann, wir haben richtig gute Referenten und die haben wir dann alle entweder in einem Raum oder an unterschiedlichen. So, und dann werden die eben genau über dieses Medium und dann wird da eben mal richtig inhaltlich irgendwie eine Dreiviertelstunde Vortrag, so wie man das eben in so einem Raum hat, wenn man in einem Raum zusammensitzt, ein Impulsvortrag. Und da kann man natürlich dann auch richtig jemanden dazu schalten, der in Österreich oder sonst wo sitzt, um was Inhaltliches dann beizusteuern und dann eine Diskussion versuchen. Da müssen wir ran. Da sind wir aber noch ganz in den Anfängen. Es ist jetzt... Von der Landesregierung soll die Digitalisierung vorangetrieben werden und auch die kulturelle Digitalisierung. Aber da sind wir ganz, ganz, ganz weit in den Anfängen. Aber das Thema digitale Bildung wird wahrscheinlich auch in Deutschland rauf und runter gespielt werden auf allen Ebenen. Ja, aber niemand weiß so richtig genau, was und wie. Und also da hat noch keiner eine wirkliche Lösung. Und ein bisschen hat es auch mit Geld zu tun, irgendwann dann so. Also wir müssen dann auch dafür sorgen, dass Geräte angeschafft werden können und das ist ja eher noch mehr der Schritt. Also die Netzversorgung, gerade in den ländlichen Räumen, ist immer noch schlecht in Deutschland. Also wenn so eine Übertragungsrate von 1 Mbit ist im ländlichen Raum, da ist schwierig, was zu machen. Mhm. Sabine, wie ist die Netzübertragung hier? Zufriedenstellend. Zufriedenstellend. Ja. Also das ist eigentlich in der gesamten Region. Ja, schon. Und in den Tälern? Auch, ja. Okay. Ja. Du, Alex, du meintest vor, du hast viele Fragen. Raus damit, zumindest mit einer. Na, so viele technische Fragen natürlich. Also Zoom habe ich mich jetzt schon ein bisschen reingelesen. So, das gibt es als Abo dann zu kaufen, damit ganz viele Leute mitreden können. Und es gibt eine Umsonstversion, wenn nur zwei Redner sind. Das wäre ja so zum Testen tatsächlich interessant. Ich finde es spannend, dieses Teil, wo du dein Handy vorhin drin hattest, das irgendwie nochmal zu wissen, was das ist. Dieser Roboter, den finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Habe ich eben schon geguckt. Für die noch dabei sind, 799 € kostet der. Und dann muss man noch ein Tablet dazu. Aber den finde ich schon sehr, sehr spannend. Genau, dieses Teil, das sieht total spannend aus. Aber ich habe es noch nie irgendwo in der Hand gehabt. Ja, das ist auch ein spezielles Gerät, ja, und macht eben sehr gute, ruhige Videobilder. Ja. Und heißt wie? Also der Überbegriff heißt Gimbal. Gimbal? Schreibst du es mir kurz? Also, oder schreibst du es kurz? Ich schreibe es gleich in den Chat, ja. Super. Ja, wir können gerne, ich meine, das Angebot gilt für alle, die sich dafür interessieren. Wir können gerne auch noch dann eine Extra-Session irgendwann machen und Technik und Formate. Ja. Und uns ansehen, weil mit dieser Technik, das ist jetzt ein Format, das wir haben, das ich schon sehr, sehr spannend finde, irgendwo reinzugehen. Aber da gibt es natürlich noch einiges mehr an Möglichkeiten. Andrea und Sabine, wir kommen, ja, Herbert, bitte. Digi Osmo, Alex, eingeben bei Google, dann kriegst du das. Kostet rund 350 €, ist aber wirklich sehr zu empfehlen. Osmo Mobile. Ja, Herbert ist wirklich ein Spezialist, auch was Videokonferenztechnik betrifft. Er hat mich hingewiesen auf diesen Swivel, auf den Roboter, in dem jetzt gerade Andrea und Sabine zu sehen sind. Das war ungefähr vor 10 Tagen und ich habe ihn dann gleich bestellt. Und Betrieb.
Genau, die Sabine und ich, wir warten eigentlich jetzt noch kurz auf den Gimbal und dann würden wir noch das haben wir schon gezeigt. Nein, ihr könnt einfach rauskommen, wir nehmen jetzt nur den Computer. Wir kommen einfach raus. Zumindest geht das Teil jetzt ein Stück noch mit uns mit. Lass die Mikrofone bitte drinnen. Sonst die Mikrofone lassen wir da. Also kommen wir jetzt nicht. Sonst bekommen wir hier ziemliche Rückkopplungen. Ja, und jetzt sind wir halt gerade mit dem simpelsten Gerät unterwegs, das eigentlich jeder doch irgendwie in irgendeiner Form hat, nämlich bei dem Computer. Und wir gehen vor die Tür damit. Jetzt zeige ich auch noch ein technisches Detail. Es ist draußen sehr warm, um die 30 Grad heute. Vielleicht auch noch mal zu sehen, wie wir hier verbunden sind. Das ist einfach ein Smartphone und das macht einen LTE-WLAN-Hotspot. Ja, also darüber läuft unsere Internetverbindung hier für unsere Session. Genau. Ja, und das ist also nochmal dieser Vergleich mit Hildesheim damals, wo wir an der Uni waren, eigentlich ein Uni-Netzwerk. Deswegen bin ich so erstaunt, dass ihr über LTE tatsächlich, ich habe ein ruckelfreies Bild komplett, also ich sehe euch die ganze Zeit, ich habe, der Sound ist ein bisschen verzögert, aber das ist völlig normal, glaube ich so. Aber das ist von der Qualität her, also wesentlich besser, als ich mir vorgestellt habe. Mhm. Total gut. Ja, es geht natürlich nochmal besser, wenn wir Mikrofone anschließen. Ja, aber. Mhm. Genau. Gut. Ja, man lernt daraus, Alex. Kannst du noch sagen. Ja, wir sind hier gestartet und ich denke, wir beenden unseren schönen Rundgang auch hier und zwar mit einer Zukunftsperspektive. Wir waren am Dachboden, haben uns den historischen Kontext angeschaut, wir haben uns das Haus von oben angeschaut, waren in den Räumlichkeiten drinnen. Sabine, wie geht's weiter? Was sind die Ideen für dich und das Haus? Tja, also eine Idee, eine Vision wäre für mich, dass wir natürlich hier weiterbleiben können. Ich spreche für den Kulturverein, für unsere Truppe. Wir sind hier gerne. Es ist ein tolles Haus. Wir lieben das Ambiente. Ein Anliegen wäre mir eigentlich, Kulturarbeit zu professionalisieren. Das heißt, in dieser Form mit dem Ehrenamt, in diesem Umfang, wo wir so 15 bis 20 Veranstaltungen im Jahr machen, ist es auf Dauer nicht tragbar. Es geht sich einfach Zeitbudget her nicht aus. Deshalb wäre meine Idee, meine Vision, dass es eine Stelle gibt, bezahlte Kulturarbeit. Und es wurde ja auch schon angesprochen im Kulturentwicklungsplan des Landes Salzburg, dass das ja die Zielsetzung ist, Kulturarbeit zu professionalisieren. Das würde ich mir auch hier für den Raum wünschen. Mhm. Weil ich denke, es ist ganz wichtig, hier auch zeitgenössische Kultur bringen zu können, nicht nur bei der Landkultur, bei der Volkskultur allein zu bleiben, nicht nur für den Tourismus Dinge zu machen, nicht nur Programm zu bieten, das Eintritte bringt, sondern wo es auch um die Inhalte geht und wo man sich mit neuen Themen auseinandersetzt. Das ist die Arbeit, die ich gerne mache und wenn das nicht möglich wäre, dann ja, also würde ich sagen, da braucht es keinen Kulturverein oder mich nicht dabei. Mhm. Aber es ist zugleich ist ja auch immer nicht sehr einfach. Das haben ja andere Kulturvereine und alle Vereine auch das Nachfolgeproblem. Wir alle wissen, dass es nicht einfach ist, Jugend in die Häuser zu bringen, dass die aktiv auch selber Programme machen oder im Vereine leiten, mitarbeiten. Es gibt natürlich Ansätze, da ist auch erfolgreich, aber wirklich dann Nachfolger zu finden für Vereinsarbeit ehrenamtlich ist, wie wir alle wissen, nicht einfach. Auch in anderen Bereichen natürlich. Aber auch hier und wenn Salzburg ein Kulturland ist, dann denke ich, wäre jetzt schon eine Chance, zu sagen, es ist uns das wert, hier auch am Land Kultur stattfinden zu lassen und zu sichern. Es geht einfach auch ganz stark, wie du es vorhin erwähnt hast, um das Thema der Nachhaltigkeit, einerseits auf personeller Ebene und dann einfach auf einer auch künstlerisch-strukturellen Ebene. Es wird sehr viel aufgebaut, Zielgruppenerreichung etc. Und genau, also wir haben ja sicher eine ganz gute Qualität schon erreicht in all den Jahren und
Es wäre ja schade, wenn man das jetzt so leichtfertig dahin gleiten lassen würde. Wäre schade drum, ne? Und apropos Qualität, ich hoffe, wir durften Sie euch heute ein bisschen in die Qualitätsarbeit der Region hier in Finstern mit der Sabine einen Einblick geben, welche Art und wie hochprofessionell hier die Arbeit noch auf ehrenamtlicher Ebene geleistet wird. Und ich hoffe, wir durften Ihnen euch auch ein bisschen auch ein großes Stück an Qualität mitgeben, wie wir in diesem Bereich der digitalen Bildung arbeiten. Das Projekt Digitaler Resonanzraum ist ein Projekt von David Röder, von Verde Digital und vom Verein iKult, Interkulturelle Projekte und Konzepte, mit der Katrin Reiter, der Elisabeth Reiter und mir. Und wir haben noch ein paar Minuten und die möchte ich nur dir, David, übergeben für die letzten technischen Fragen. Es geht auf jeden Fall nächste Woche weiter. Genau, und, genau heute in einer Woche geht es weiter, dann aus dem Gasteinertal. Ich freue mich auch hier Andreas noch zu sehen. Andreas, wie bist du auf uns gestoßen? Kannst dich ruhig einschalten, du hast so ein Profi-Mikrofon. Ah, grüß euch. Ja, jetzt hören wir dich. Hi. Ich folg dir ja schon lange und blick immer mal kurz rein, wenn du live gehst, was du machst. Und fand es gerade hochgradig spannend, weil mir gleich der Alex Luttmann aufgefallen ist, den ich hier aus dem Norden natürlich kenne, namentlich. Und ich glaube, wir haben uns sogar schon mal gesehen. Mhm, super. Ja, Jugendkulturarbeit, schreibt Andreas in den Chat. Mhm. Ja, was sagst du dazu, Sabine? Jugendkulturarbeit? Ja. Auch also, über digitale Medien nehme ich an. Ja, finde ich total spannend. Wie schon gesagt, um die Kultur an die Jugend zu bringen, muss man sich öffnen. Es ist ganz wichtig, dass man die Leute auch ins Haus bekommt. Wir machen auch regelmäßig Veranstaltungen. Und von klein auf sollen die Kinder dieses Haus kennen und erleben können, dass es spannend ist, lustig, interessant, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man vielleicht sonst nicht zu sehen und zu hören bekommt. Und was ich jetzt einfach hier auch interessant finde, ist, das sieht man auch wieder, wie mit digitalen Mitteln und Instrumenten Vernetzung funktioniert. Alex und ich haben uns in Hildesheim getroffen, war beim Workshop dabei, hat den David erlebt, schaltet sich jetzt dazu und dann kommt Andreas und meint, man kennt sich irgendwo, hat sich schon mal gesehen oder mal zu was zusammengearbeitet. War auch schon im Webinar dabei, der Herbert ist sowieso der Profi und die Elisabeth aus dem Gasteinertal wird uns nächste Woche dann durch den Fonger leiten. Ein paar dazugeschalten haben wir noch, aber da weiß man jetzt noch nicht, wo man sich hingehen soll. Gut. Ja, fein. Ich glaube, wir schließen damit. Ja. Digitale Medien, Öffnung, kulturelle Bildung, neue Zielgruppen erreichen. Und ich glaube, man muss natürlich ganz viel auch noch überlegen und experimentieren, wirklich auch mit diesen Formaten. Mhm. Aber die Idee in diesem Jahr noch in 4 Stationen mit den unterschiedlichsten Instrumenten von David und mit unterschiedlichsten Ideen auf unserer Seite hier Programmpunkte zu zeigen. Genau. Wir freuen uns auf nächste Woche und hoffen, dass ihr dabei seid und verabschieden uns. Servus. Hallo.